Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch ja, zu einem neuen Unboxing. Ich habe gerade Odin mal shoppen gemacht. Und habe gedacht, zur Heißluftfritteuse machen wir noch ein Unboxing. Hardware-Video machen wir dann natürlich auch gleich. Ich werde sie ja dann eine Küche hinstellen. Weil heute gibt es Pommes, hat sich die Große gewünscht und jetzt sind Ferien und ja, Mai. Kann man das auch mal machen, würde ich sagen. So, bin mal gespannt, wie es in echt aussieht, also wenn ich so vor mir habe, weil ich kenne jetzt nur die Bilder. Von dem Karton hier. Hier haben wir die Anleitung. Und zwar ist es die Medion MD19279. Auch hier steht in Anleitung Heißluftfritteuse, digitale Heißluftfritteuse XL. Und überall anders steht XXL. Ich habe keine Ahnung. So. Hier haben wir dann einmal einen Stecker. Oh, die sieht ja sexy aus. Die sieht stylisch aus. So. Oha, die ist ja schön groß. So. Jetzt geht's wieder rein. Zu. Der kommt in den Keller. Wird noch ein halbes Jahr aufgehoben. So. Was denn? Tütchen. Also ich könnte jetzt nicht mal von oben machen, weil der würde da nicht so schön sehen. Weil das Ding ist wirklich sehr groß. Ich kann höchstens mal so, noch ein bisschen so machen, damit ihr ein bisschen mehr seht. Mhm. So, dann machen wir mal hier das Klebeband ab, damit es auch aufgeht. Ja, lasse ich die Schutzfolie noch drauf? Ich lasse die, glaube ich, erstmal noch drauf. Ah, der Knopf, der macht gar nichts. Also es ist ein sensitiver Knopf. Also der erkennt einfach, dass wir darauf fassen. Also hat kein Feedback. Also man kann nicht drücken und klickt nicht nichts. Wir haben auch einen Schutz, damit wir das hier nicht einfach rausmachen können. Oder? Ach, der ist dafür da. So, dann machen wir das hier mal raus. Das untere ist praktisch jetzt nur so ein Gedöns hier. Also praktisch nur das Unterteil mit so ein bisschen Halbrund dran. Kann man das auch einzeln nehmen? Ja, dann hakt das aber nicht zu. Okay. Schade. Das wäre vielleicht noch cool gewesen, wenn man da so eine Möglichkeit hätte, das einzeln zu nutzen. Also praktisch nur das Ding ohne das hier. Oder geht das vielleicht? Nee, das ist fest montiert. So, dann kriegen wir das mal wieder rein. So, das ist jetzt einmal hier komplett. Ich werde mal ein Stück zurück machen. Praktisch das runde Ding, so seht ihr das, so, mit dem weißen. Und wenn man das dann getrennt haben will, da ist hier so ein Pop-Up-Schutz hier, würde ich mal sagen. Einfach hochmachen das Plastik, dann kann man den Knopf drücken und dann kann man das rausheben. Wie bei der Fritteuse. So, wie es halt rein.
oben ist das Heizelement. Sieht auch so gut verarbeitet aus. Vom Optischen macht das auch was her. Oh, geht rein. Hat auch so einen kleinen Widerstand, ja. Ich denke mal, die wird dann, wenn sie an ist, komplett zugeschlossen sein. Hoppala. Hat jetzt praktisch, vom Style könnt ihr das sehen, dass es dann halt so ein bisschen schräg kommt. Hier hinten, das haben wir hier. Hier ist, kommt die heiße Luft raus. Hier hat man dann noch eine Kante, dass man da... Achso, dass es nicht gleich nach oben geht. Aha. Ja, dann würde ich sagen, das war's für das Unboxing. Hardware-Video machen wir gleich in der Küche, wenn wir das anschließen werden und benutzen werden. Aber, was sagt die Uhr? 10 Uhr, da brauchen wir noch ein paar Minuten. Damit es dann halt auch pünktlich Essen gibt und halt nicht zu früh. Ja, würde ich jetzt sagen, für das Unboxing wartet. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich bin mal gespannt, wie sie sich gleich schlagen wird, wie lange sie braucht, um auf Temperatur zu kommen, wie es optisch aussieht und ob das alles überhaupt so klappt, wie ich denke und hoffe, dass es klappt. Fragen über Fragen. Das ist wie gesagt auch meine erste Heißluftfritteuse. So, das soll jetzt auch dazu gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, in die Kommentare posten. Wenn ihr das in Betrieb sehen wollt, guckt auch gleich noch das Hardware-Video. Das kommt dann halt nach dem Unboxing-Video ein paar Minuten später, kommt das dann auch online. Wenn ihr einer von den ersten seid, die jetzt gerade gucken, einfach kurz warten. Das kommt auf jeden Fall. So, ich bin jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ahoi. Sagt euer Odin. Na, geht aus.